können wir erstmal die Fahrt genießen. Ja, genau. Das Auto, die Autos können die leider die Fahrten nie genießen. Doch, habe ich keinen mitgenommen. Das sieht lustig aus mit meinem wippenden Kopfhelm da hinten drin. Oh, die Perspektive kann ich mir gefallen lassen. Das sieht gut aus, Leute, oder? Du bist auf dem Rücksitz. Ja, ja. Und wippe mit meinem Kopf nach links und rechts, wenn du in die Kurven gehst. Also immer. Ja. Sogar wenn du nicht in den Kurven bist, ne? Diese Fahrzeuge habe ich immer noch nicht verstanden, was die bringen sollen. Welche? Na, diese komischen Rallye-mäßigen, wo immer halt ein Gegner drin ist. Ach so, ob die das Militär verständigen oder ob die uns aufdecken, ich schnall's nicht. Ich glaube, das ist. Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, das wäre so eine Art Sheriff oder so eine Scheiße. Ja, aber da ist noch nie einer ausgestiegen und hat auf uns geschossen. Nicht ein einziges Mal. Nee, stimmt, die haben uns immer nur verfolgt, ne? So. Ja, einmal aufgedeckt und sind weitergefahren. Oder einmal entdeckt und sind weitergefahren. Keine Ahnung, kann ich ja mal googeln. Also nicht gerade jetzt, weil ich jetzt... Da lohnt sich ja schon fast ein Part einfach nur hochzuladen, bevor du rumfährst. Ja, ne? Kannst du ja. Nennst du dann... Tom Clancy's Wildlands. Gameplay Video Cars. Oder Vehicles. Und machst da noch schöne Auto-Emojis hinter. Chaka Baraka. Ja, weißt du Bescheid. Höhe 2765 Meter. Alter, fahr. Ich müsste direkt mal gucken. Oh. So startet jetzt, ja, ne? Oh, da waren eben auch noch Erfahrungspunkte, glaube ich. Das hier scheint wohl einfach nur ein Gebiet zu sein, wo es Erfahrungspunkte und so einen Scheiß gibt. Ich nehme mal kurz die Abkürzung hier. Klar. Ah, doch, sieht sehr ansprechend aus. Da kommt uns wer Ups. Ich kann sagen, da kommt uns wer entgegen. Ich habe eben gerade gelesen, nagelneuer Einsatz, aber ich glaube, das hat nicht ganz gepasst. Ach, nahegelegener. Oh! Oh! Naja, war interessant. War der erste Unfall, seitdem wir ins Auto gestiegen sind. Hier kommen nur. Wie viele Leute fahren denn hier lang, bitte? Ich weiß im Übrigen nicht, was markiert wurde. Ich habe einfach nur mitten ins Feld gedrückt. Ich schätze mal... Nee, wird nicht. Ja, wir werden es gleich erleben. Da ist schon mal ein Gegnerpunkt. Oh! Nacht. Was ist da? Hai Fuerza, irgendwas. Da fehlt die Tür. Ah. Oh. Mhm. Ja. Da steht übrigens auch ein Radpanzer. Oh gut, ja. Alter! Shitballs. Penner, ey. Cartel network station. Let's go fuck with their fun. Just need to blow the door and deactivate it. Alter. Treffen wir mal ganz gut. Ja, ne? Ja, Rebels are here to back us up. Hi. Alter. Okay, ich glaube, das Maschinengewehr. Oh, was?
Das sind Rebellen. Ich fordere mal Verstärkung. Ist immer ein Schuss in der Schulter reicht. Achso, du hast eine Verstärkung. Ja, ja, alles gut. Brauchst uns nicht danken. Wir machen sowas jeden Tag. Ah, siehst du hier so ein Dokument zum... Oh, jetzt labern die alle durcheinander. Dokument. Okay, hier ist nochmal irgendwelche... Nachschub. Es hat sich ausalarmt. So, was sagt das Dokument? Das ist eine Sprachnotiz. Gott sei Dank. Wo ist denn das oben? Oben. Vergessen? Ach, da, warte mal, da war noch Nachschub. Geh noch mal das eine Haus hier rein. Nein! Geh da raus, Mann. Ah, ja. Nehmen wir mit, ne? Oh, sogar 250. Oh, der fährt ganz schnell für angezogene Handbremse. Wer weiß, wie es gerade riecht. Ja, irgendwie haben wir hier noch nichts aufgedeckt, ne? Was wäre denn jetzt hier das nächste, was er... Wenn wir nach Schwierigkeit gehen, müssten wir wieder nach unten ins Dreiergebiet. Pukara irgendwas. Ich glaube, das wollen wir nicht als Fahrt machen. Es sei denn, du möchtest eine reine Fahrt als Video. Geht auch, ne? Also. Gehen tut alles, sage ich immer. Auf jeden Fall sind wir da gut geschützt, wenn wir da ankommen. Der Turm. Der bleibt ja scheinbar durchgängig auf der Position, wo du ihn hast. Aber wie sich das anhört, wenn du in eine Kurve gehst oder so. Alter, wie laut. Hält auf jeden Fall gut was aus, das Teil. I can pilot her. Da oben drauf hätten sie ruhig was verstecken können. Oh, Moment mal, da ist was drauf. Ja, ich sehe das. Die mal an. Ja, jetzt. Signed, sealed and delivered. Oh, Rebellenunterstützung aufgewertet. Sehr schön. Das ist tatsächlich immer nicht schlecht. Ich hätte sowieso nur noch einen Zug gebraucht bei Rebellenunterstützung. Umso mehr, umso besser. Ich finde die tatsächlich doch sehr nützlich. Ja. Definitiv.
Jahre Ammonit. Ja, noch mal kurz gucken, ob da vielleicht auf dem Vorsprung auch noch was ist. Nee. Oder? Ja. Hier, das wird sich auch richtig gut anbieten. Auf dem Berg da, ne? Ja. Plateau. Ich kann nicht wissen, wie viel, auf wie viel von diesen Dingern es das gibt. Ich hätte gerade richtig Bock auf irgendwelche fettigen Chips. Tja, da kann ich dich nicht helfen, leider. Oh. Kann man jetzt nicht einsehen. Aber, ich meine, da ist eine Fahne dran. Das scheint nicht zu sein. Zur Not auch nochmal. Da hängt unten was dran, oder? Na, so ein Fallschirm, ne? Ich meine, vielleicht ist noch. Vielleicht ist irgendwas nach unten gefallen. Ja gut, und oben konnte man nicht sehen, ob da jetzt was ist, ne? Weil überall Bäume waren. Oh! Oh! Also hier siehst du auf jeden Fall schon mal Päckchen. Ja, flieg mal ein bisschen höher, dann kann ich da abspringen. Ach so. Ja. Vielleicht kann man da ja was. Hätte sonst. Sah gut aus, oder was? Ja. Hat sich vor allem gut angehört. Hat immer voll nicht reingeflogen, ey. Klonk. Tja, leider muss ich mitteilen, dass diese Päckchen, also man kann sie jetzt aufschließen, ist Kokain drin, leider nichts sind. Das wäre auch zu wünschenswert gewesen. Bin ich mit meinem Helm noch an der Hubschrauberkurve hängen geblieben, dass das so geklonkt hat, wa? Jetzt sind wir erstmal eine Radelle gezogen. Aber selbst mit dem Heli ist der Weg ziemlich weit. Ich wäre beinahe dafür noch dazu geneigt, irgendwie eins der nächsten Mal, wenn wir spielen, einfach nochmal zu diesem riesigen Kuppelgebäude auf dem einen Berg zu fliegen, um zu sehen, was wir da ausrichten können. Können wir auch machen. Wenn du noch weißt, wo das ist? Nee. Im ersten Gebiet war das, ne, glaube ich, irgendwie. Wow, hier ist auch richtig was los, da rechts auf dem. Alles lila. Ja. Da, hier, da. Ja, jetzt. Ach so, da. Stützpunkt. Ist das nicht. Doch, das ist das, wo wir den LKW runterholen mussten. Ja. Das wir 20 Mal gemacht haben. Ach, stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst. Stimmt. Kannst du quasi umsonst nochmal 200 Gegner töten. Wow, das ist echt weit weg, dass wir da hinfliegen. So, da ist sogar das Gebäude auf der Kuppel. Ja, ja. Vor allem das Gebäude auf der Kuppel, das. Das Gebäude mit der Kuppel. Das spricht auf jeden Gipfel. Fall. Spricht einen auf jeden Fall ziemlich an, finde ich. Mhm. Eine Mysterie reiht sich um dieses Gebäude. Sieht richtig cool aus mit den ganzen Hochnebel hier und sowas mit den Wolken. Ja. Drei Sterne.
Drei Sterne von wie vielen? 5 oder 6. Ich schieß mal einen Sprengler. Hier ist ein Dokument und da sind auch mit Sicherheit Gegner. Ich sehe sie schon. Oh, den Captain könnten wir in der Theorie festnehmen, dann kriegen wir nochmal was. Achso, ja, okay, dann schieße ich halt keine Rakete rein. Keinen Granate rein. Jetzt einfach richtig dreist hier landen. Und mir den Captain greifen. Hä? Hey, wo ist der denn jetzt gerade hingespawnt? Achso, das ist der Captain. Den ich hier gerade halte, ja? Ja, ich hab ihm. Only one way you're walking away from this alive. Ah, komm, zeig mal ein paar. Fähigkeitspunkte. Au, alles gut? Oh. Shit. Lebst du noch? Ja, ich leb noch. Okay. Noch lebe ich. Some rebels are here to give us a hand. Da sind schon mal Supplies. Hier ist das Missionsziel. Ja. Was haben wir denn Schönes? Natürlich kannst du da nur von rechts rangehen und nicht von links. Solid, but I found Perico's former bodyguard Arturo Ruiz. He now works for the cartel at Pilca, some kind of mine. Ah, kannst du noch eine Hoya-Cola mitnehmen? Ist das so? Hm. Wo gibt's die? In dem Gebäude kannst du ganz viele Kartons mitnehmen. Ach so. Was war das denn? Hat funktioniert. Alright, I'll drive. Oh! Oh. Alter Schwede, da bin ich quasi mit dem Knie noch am Auto vorbeigeschrammt. DJ Poricos? Alter, da müssen wir aber ein ordentliches Stück fahren, wa? Jetzt nur wären wir halt wieder in den Helikopter eingestiegen. Oh, ich habe ein Geschütz hinten drauf, ich Idiot. Steige ich dann als Beifahrer ein? Nomad, put a pin in whatever you're working on. I've got a mission coming through that takes top priority. What do you need? I'm tasking you with support for Operation Watchman. Support? I know this guy. Don't give him any shit, or he's liable to feed you your own liver. Passing him through now. Ouch. Und was genau hat die uns jetzt noch für eine Mission gegeben? Weiß es selber nicht. Ach so, ich dachte eben... Nö. Gott nur auf Karte geguckt. Dachte mir, wenn wir hier so weit oben sind, wäre es vielleicht besser, nicht irgendwo reinzufahren. Da müssen wir bestimmt noch irgendwie befreien oder sowas. Roger that. Look, this is not the time to be playing cowboy. Wir müssen erstmal aufhören, Alter. Unser Auto, das sieht schon aus wie eine Dampflok, ey. Understood. This is a stealth op. Match with us. Looks like we're riding shotgun with Sam Fisher. Wir können den Herrn vor uns ja mal fragen. Buddy of mine. He went to Paladin 9 Security. Worked with Fisher on a K&R in South America. Said he was a real hard ass. Ist er jetzt umsonst ausgeschrieben, sollte. But not a guy you invited for dinner. Läuft doch gleich nach Hause. Guess he's had it rougher than most. Die Rebellen mit der dicken MG da ihm. Apparently, somebody faked his daughter's death.
Shot, stabbed, tortured. Ich finde, die könnten nebenbei öfter mal irgendwas sagen. That takes something powerful to keep at it after all that shit happens to you. The Fisher has spent decades walking side by side with death. That's tough. Sometimes I think about the bad things we do for the good of our country. We travel overseas, take some lives, ruin others. Schön, dass er sich jetzt nach 1000 Leuten fragt, so, ist das alles richtig, was wir hier machen? Ja, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Aber schön, dass es wenigstens, das machen die Tom Clancy Sachen ziemlich oft auch mal, sagen, hey, Herr Harlow, Police, USA ist nicht nur policing the world for greater good, sondern dass auch mal sagen, ja, keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht alles richtig so immer, was man macht. Ne? Ich gucke nämlich gerade eine Originalserie von denen hier, Jack Ryan. Über Haftel geguckt, ich bin ja hier. Im Prinzip steckt da immer wirtschaftliches Interesse hinter. Ja, ja. Oh, fuck. Oh, der Baum ist schön abgeknickt eben gerade. Der war so flach wie ein Stück Papier. Ja. Und noch einer. Na komm. Auto sieht zwar nicht mehr so gut aus, aber es gibt hier ganz viele Leute, die sich freiwillig melden, um ja, Autos abzugeben, hier, ne, zur Verfügung zu stellen. Ah ja, genau. Der zum Beispiel. Fuck. Oh, hier ist ja schon kaputt, das Auto jetzt, ey. Das ist überhaupt nicht. Motorhaub. Oh. Ja, gut, okay, dann. Hoppa, ja. Ne, ich wollte gerade sagen, kann man sich auch ein heißes nehmen, ne? Der ist gerade durchs Dach geflogen bei mir. Und dann elegant rumgefahren um ihn, siehst du. Am besten war vorhin der Rebell, der ein Superman Cape auf hatte. Oh. Fuck. Erfahrungspunkte. So, das war eine Mission. Na gut. Ja, dann können wir die auch mitnehmen. Oh. Oh fuck. Jo. Ja, das war's, glaube ich. Hup. Ach so, jetzt haben wir wieder nur so und so viel Zeit, um. Das schaffst du nicht zu Fuß. Ach so, ich hab gedacht, das sind hier zwei. Das sind 2 Kilometer. Ich hab gerade gedacht, es gibt hier Erfahrungspunkte nochmal oder so. Okay. Alter, 1,5. Ich habe ja nichts gegen längere Missionen. Warum muss es denn so weit auseinander sein? Wird schon stimmen. Ah, meine Offroad-Karre. Dann können wir auch Offroad fahren. Ja. Wahrscheinlich, normalerweise brauchst du hier aber eine Karre, die Offroad heißt. Das steht sich ganz gut, das Teil. Was soll man mal sagen? Fällt Bäume. Oh, Alter. Oh, Alter. Ja, moin. Schlittenparty. Jo, wir haben es wieder. Jetzt brauchst du, glaube ich, gar nicht weiter versuchen. Jetzt schon nur noch 40 Sekunden. Ist so direkt gegenüber. Nein, jetzt nicht auf der Seite liegen bleiben, danke. Ach so, ja. Nicht gut. Kommt jetzt drauf an, wie schnell er laufen kann.
come on, team, where's the hustle? Oh. Ja, zwei Sekunden gefehlt eigentlich. Ich würde gerade sagen, du bleibst jetzt mal stehen. Only one way you're walking away from this alive. Wie schade. I got you, Vato. Just don't tell nobody where you heard this shit. I have a lowdown on the Sicario leader's haunts. Let's make it part of our SP Hearts and Minds project. Split. Oh ja, sind ein ganz bisschen weiter weg gelandet. Ganz klein wenig. Ich habe auch gerade eins gerufen. Hier. Ach so. Okay. Was denn? Ich hatte die Irritation, genau, die Explosion gerade ein bisschen irritiert. Hören Sie DJ Perikos ehemaligen Leibwächter. Spanisch hört sich irgendwie an wie eine Dauerwerbesendung. Also diese Missionen, die auf Zeit sind, sind teilweise irgendwie so ein bisschen über, ich weiß nicht, fehlgeschaltet oder so, ne? Da hast du manchmal gar keine richtige Chance, wenn du nicht gerade... Ja, das... Düsenantrieb hinten im Auto hast, der den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Oder musst halt mit dem Heli. Ja, müsstest du aber auch erstmal haben, theoretisch, ne? Ja. Egal, haben wir halt nochmal... Ein kleiner Roadtrip. Wo geht's denn hier hin? Uma Marca und Corki oder sowas. Oder Cori. Cochi. Ich kann kein Spanisch. Oh, da oben auf dem Berg ist das schon. Ja. Mal sehen, ob das Auto bis dahin heile bleibt. Wir werden gespannt erwarten. Ach, bestimmt. Ups. Auto ist noch heile. Ja. Ein Wunder. Investment at the jobs to improve your life. Das Radio ist gerade irgendwie... Du sülzt einfach irgendwas ins Radio. Alter, ist richtig, Alter. Da sind überall, wo wir eben durchgefahren sind, auch total... Viele Feinde, da muss doch irgendwas geben, das ist doch nicht umsonst da. Bowman, we're crossing into Malca province. Any intel on the area? Oh shit. You should be near Oxido. Is that bad or the biggest name in Narco Corrido? Music venue. Wait, fucking hell! Alter. Ich werde natürlich überfahren. Ich dachte mir, man könnte es mal versuchen kurz. Ja. Aber nein. Oh, Mann. Hey, it's me. Sorry about that. About time. I'm starting to get worried. Oh, shit. You should be near El Chito. Is that bad or... The biggest name in Narco Corrido? Music ist eventuell ein bisschen... Ich bin eben offen. Eigentlich hätte ich gedacht, ich wäre überfahren, weil ich unter den Fahrzeugen war, als so ausgestiegen bin. Oh, der lebt noch. Perfekt. Warum sitzt er jetzt auf seinem brennenden Auto? Oh, ich kann gerade... Looking for any way to make this trip profitable. Ich würde Typen sehr gerne festnehmen, aber... Jetzt verbrennt er da was? Ich kann noch nicht hochklettern. Oh, ein Video. Aha. Schon besser. Na, was? You're a pussy and you're off my Christmas list. Narco Corrido is like... Gangster rap for the 21st century. The talk is tough, the music is banned, and the swagger is the show.
Komm, Fähigkeitspunkte sind immer gut. By far the number one Corrido performer in the world. His record sales rake in millions of dollars every year. Were he not so close to Santa Blanca, I'd be having his babies. As it stands, this suave slab of macho writes and sings the Corridos that tell the tales of Santa Blanca's buchones from Bolivia to Culiacán. El Chido, real name Marcelo Rios, is not a bad guy. He just sings like one. He's also in tight with all the villains in Santa Blanca. Das Video. Jetzt zeigt es mir auch an. Oder hat es mir die ganze Zeit angezeigt und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es einfach schnell wahrgenommen, weil ich nicht weiß, ob es dann wieder ausblendet. This is an opportunity to nab an outsider with an inside track who's got everything to lose. We get El Chido to roll on his buddies. Prosecutors in nearly every country of the Western Hemisphere will sing our praises. Snatch and grab, but be gentle. And please, don't touch that handsome face. Das ist nicht handsome, aber egal. Achso, ja gut, ich hätte das nichts getan. Kann ich das überspringen? Guck doch einfach zu Ende. Ich finde, die Videos sind immer so eine nette Abwechslung, dass man die zwischendurch mal hat, seitdem ich wahrgenommen habe, dass man so gucken kann. Vor allen Dingen touch that handsome face am Ende. Oh, da fällt mir gerade was ein. Alles gut, ich erschieße euch nicht, ich mache eure Reifen platt. Sag bitte, fass seine hübsche Visage nicht an, alles klar. Die können alle nicht mehr weiterfahren, weil ich die Reifen platt schieße. Sorry. Ich könnte euch einen Abschleppdienst besorgen. Ja, schön. Aber hier ist irgendwie gar nichts in der Region. Ich will dir eben dieses Mappenmenü da auf, angeboten zum Aufrufen, wo du halt Sachen einstellen kannst, eine Mission. Ich meine jetzt so eine Umgebung, sehr karg. Ach so, ja. Stimmt. Kaum Pflanzen. Ein bisschen mehr Prärie-mäßig. Oh Mann. Oh oh. Ach so. Mega lange Abstände zwischen denen. Zwischen den was? Zwischen den Mini-Missionen oder Missionen. Ja gut, das ist jetzt wegen Gebiet. Ich dachte mir, wir machen es einfach mal nach Schwierigkeitsgrad. Mhm. Irgendwie nach 2 oder 3 Sternen direkt die maximale Schwierigkeit nehmen. Irgendwie nicht so. Nicht so gut.
denen haben die Autos leider auch keine Rückwärtsgänge. Echt nichts. Ah, hier, da ist wieder. Jetzt kannst du sogar in Gänze lesen. Wo? Quasi genau gegenüber links. Jetzt gerade zur Fahrzeugschnauze. Ach da, Granatenbrett. Ja, okay, jetzt hab ich gesehen. Schnauze. Da bin ich nicht, wenn ich lese. Okay, das obere kann ich...